Hallo Leute und willkommen zurück zu Star Stable Online. Wir werden jetzt herausfinden, wer den Job in Marios Laden bekommt. Oh, warte, mich weiß nicht, wenn ich nehmen soll. Sie sehen alle so gut aus. Okay. Oh, also, welche Nummer soll ich noch nehmen? Ich weiß nicht. Entscheide du das. Wer soll meinen Laden leiten? Natürlich die Hashtag 357. Es ist natürlich total vertrauenswürdig. Super, dann werde ich dem Gewinner eine Nachricht schreiben. Die Person, die den Laden leiten wird, ist noch nicht angekommen. Komm mal zurück zu Atom. Au revoir. Puh. Okay. So. Was haben wir noch zu tun? In Wähl hätten wir noch was zu tun. Genau, es war jetzt mit Kühe schubsen oder kauen. Irgendwas mit Kühen auf alle Fälle. Kühe schubsen, liebe Kühe schubsen. Nee. Pferd. Komm, steck's jetzt doch nicht fest, oder? Willi? Denk ich mal doch. Ich dachte schon. Okay. Jetzt will man den, ich glaube, den Abflug machen. Wow. So, ich muss noch die. Wow! Okay, ich glaube, wir sollten ein bisschen langsamer reiten. Mal kurz auf die Uhr schauen müssen. Pferd, man kann es ja kompliziert machen, echt. Downgasen. Ui, Schnee. Als ob wir davon vor kurzem nicht schon genug hatten. So. Hä? Enger Reitplatz. Wow. Bing, bang, boom. So kann's natürlich auch gehen. Ui. So, Bäumchen so schön aneinander gepflanzt. Ui. Wow, und wir haben den Absturz überlebt. Heilige. Okay, Kühe schubsen. Ich will Kühe schubsen. Eine Aufgabe für den Kuhfreund. Hallo Artem. Also, viel braucht Hilfe mit dem Mac der Kühe. Diese hat so große Rückenschmerzen bekommen, dass sie aufhören musste. Ich bin heute leider sehr beschäftigt, deswegen dachte ich, dass du vielleicht helfen könntest. Die arme Sophie steht da hinten in der ganzen Ausrüstung. Geh zu ihr und biete ihr deine Hilfe an. Sie wird dich sicher belohnen. Wow, 15 Münzen. Sophie, Aufgabe für den Kuhfreund. Ein reitender Held. Ich kann dir gar nicht zeigen, wie es geht, aber ich kann es dir erklären. Ich weiß schon, ich merke schon seit Monaten Kühe. Es ist auch nur noch eine Kuh über, die gemolken werden muss. Die anderen habe ich schon selbst melken können, bevor die Schmerzen begannen. Ich muss mir etwas gezehrt haben. Sehr ärgerlich. Aber ich freue mich sehr, dass du seit mir helfen wirst. Nein, Anfrage. Nein, will ich nicht. So. Pferd. Nein, will man nicht. Eine unsichtbare Kuh. Finde Eimer. Einmal steht da unten, oder was? Boah, ja, dann halt.
in der Eimer. Wo ist der Kackeimer? Die Mischung so aufhalten. Hi, was gibt's? Gibt's ja, wo können wir diesen beschissenen Eimer finden? Ah, da. Ich mag Quests, du. Ich auch. Na, ich mache auch gerade Aufnahmen. Wir melken etwas Unsichtbares. Tust du nicht. Ich muss nur weitermachen. Mit dem Muss, ich möchte. Ein Eimer Milch. Ich bin beeindruckt. War schwarz tragen? Nachdem wir die Kuh gemolken haben, füllen wir die Milch meistens in kleinere Flaschen. Es gibt, ist ein bisschen umständlich, die Milch in den Eimer zu, im Eimer zu haben, nicht wahr? Hast du Lust, zu Elisabeth zu reisen, nach leeren Flaschen zu fragen? Ja, ab zu Elisabeth. Emerald Friend. Reisterkurven, jum, zirkelt sich wohl am rechten Zügel an. So. Schön, dass du vorbeischaust. Milchflasche, sagst du? Ja, ich habe gerade welche gespült. Wir verwenden immer die gleichen Flaschen. Wenn sie leer sind, werden sie hier abgegeben und ich säubere sie. Recycling. Bitte sehr, hier hast du ein paar Flaschen für Sophie. Sie sehen fast wie neu aus, oder? Total. Da sind schon Sprünge drin und so Splitter fehlen schon. Total. Sogar als Klebestollen von den letzten Etiketten. So, hier. Perfekt, die sollten für die Milch im Eimer reichen. Man sollte einen Trichter haben. Ich fühle mich wie eine alte Oma. Ich habe solche Rückenschmerzen. Ich kann mich kaum bewegen. Kannst du die Milch aus dem Eimer in die Flasche füllen? Der Eimer Kuhmilch. Well. Du hast nicht einmal gekleckert. Was hast du uns verschwiegen? Dass du zum Beispiel Weltmeister im Milch umschütten bist? Bist du auch gut darin, Milch auszuliefern? Der Bäcker für die Kinder. Der Bäcker aus Silverglade hat Milch bestellt. Hast du schon mal getroffen, oder? Liefere die Milch beim Ab und ich rufe ihn an, sobald du ein ordentliches Trinkgeld bekommst. Will oben bei der Windmühle hat gerade beim Silgelter hat nach Milch gefragt. Ich nehme an, dass er wieder Käse machen will. Beziehst du Käse von ihm? Perfekt, dann kannst du ja die Milch dorthin reiten. Okay, dann reiten wir mal im Highspeed-Tempo. Ab zu Will. So, da wären wir. Lieferung für die Käsemacher. Haha, kommt ihr mir rechtzeitig. Das heißt, das sind noch mehr Käse für dich, mich und Steve. Cool. So, dann müssen wir von hier aus noch nach Silverglade. Aber da werde ich jetzt keinen Speed-Ding verwenden, weil das ist ja gleich dort unten. Ah, die krabbelt.
So, und wenn wir dann da sind, werden wir gleich noch Steves Rennen machen. Und vielleicht auch gleich... Ach, den war schon da sind. Gibt er ihnen immerhin fast 100 Coins, also... beziehungsweise 100 Schillinge. Das ist ja in nicht einer Minute erledigt. Und mein Pferd. So, da haben wir einen. Zack, den ersten. Ein Kotbatzerl. Zwei Kotbatzerl. Und das Pferd da ist zu Eis gefroren. Drei Kotbatzerl. Hans, guck in die Luft. Hallo Hans, guck in die Luft. So. Saufen, fressen. Fressen, saufen. Fressen, saufen. Und schon sind wir fertig. So. Dann noch fix das Rennen. Bevor wir das Pferdchen, glaube ich, schnell versorgen. Zurück, 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 zurück. So. Kurz ein bisschen Bürsti machen. Dann kriegst du auch was zu trinken. Und ausnahmsweise noch einen extra gekauften Heuballen. Und zur Sicherheit noch die Ufer auskratzen. Der ist voll der Assi hier, der hat so voll die Schlapperflecken auf seinem Hemd drauf. Ja, tolle Rennstrecke gemacht, bla 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 bla. Hui! Schnell, 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 den Schaffeier, schnell! Schneller! Hui! So, Dangerfire, vergiss nicht, uns darf kein Fehler unterlaufen. Vielleicht gibt's dann wieder einen neuen Rekord. Ui. Ja, genau so. Und hier nach links. Ui. So, und die letzte Kurve. Beziehungsweise die vorletzte Kurve. Da vorne ist die letzte Kurve, genau. In die Kurve. Ja, das könnte sogar ein neuer Rekord werden. Los, wir schaffen das. Los, 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 los. Yes. Fast 2 Sekunden schneller. Und wieder 250 Punkte. 250 XP. Oder wie der Profi sagen würde, ERF. So. Die Milchlieferung, Ding, Ding, Ding. Achso, jetzt ist jetzt der Milchmann. Ich scherze nur, ich habe zu viel gesprochen. Gut, dass du da einspringen konntest. Ich brauche diese Milch nämlich, um dir das leckerste Eis der Welt zu machen. Hier ist ein kleines Trinkgeld. So. Eine weitere Lieferung von Pinder und der Anfang mit etwas Neuem. Wie viel Zeit haben wir noch? Na, das wird sich nicht ganz ausgehen. Jo, ich denke, dann werden wir das an dieser Stelle wieder beenden für heute. Waren genug Aufnahmen für heute. Ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir. Wenn ja, könnt ihr gerne das nächste Mal wieder einschalten. Ich würde mich sehr freuen. Bis dahin. Tschüss.